20 Jahre beachtlich schon mit der Fahne. Wenn ich nicht mehr beachte, wer nachher? Mit der heutigen Jugend ist ja nichts mehr. Nur wenn wir oben mitspielen, da und wohl, da ist jeder SK-Fan. Aber wenn wir unten sehen, da kommt auf einer Hand, nicht einmal auf einer Hand abzählen. Glauben Sie noch an den Klassenerhalt? Da fragst du mich jetzt ein bisschen tief. Mein Herz sagt ja, wir werden wir noch. Aber es ist leider Gottes, da müssen die Schuhe anziehen und selber einlaufen. Ich glaube nicht mehr, ich glaube auch nicht. Aber aufgeben tun wir einen Brief und sonst nichts. Im Auswärtsspiel bei SC Magna Wiener Neustadt zeigt das Schlusslicht SK Austria Keller Kärnten vor allem in der zweiten Hälfte eine ansprechende Leistung. Am Ende mussten Dollinger und Co. aber einmal mehr die Heimreise ohne Punkte antreten. Ja, Kompliment an die Mannschaft, muss ich sagen. Wir haben uns sehr gut verkauft heute. Wir haben auch noch sehr gute Chancen gehabt, aber die Tore, die wir leider kriegen, da müssen wir noch lernen. Da sieht man, wir sind eine junge Truppe, aber wir werden in die Spiele, wo es noch sein, lernen und werden das nächste Jahr dann besser machen. Ja, war schwierig. Sie stehen ganz tief und dann wir haben einen so ganz früh geschossen und dann haben wir gedacht, wahrscheinlich geht zweite zu locker. Aber wir mussten so 100% konzentriert bleiben. Wir waren nicht so konzentriert. Wir sind relativ früh in Führung gegangen, aber danach haben wir es vermissen lassen, konsequent einen Abschluss fertig zu spielen. Also da haben wir uns ein bisschen blöd umgestellt, haben das zu kompliziert gemacht. Das müssen wir das nächste Mal besser machen. Also die erste Hälfte war extrem schlecht von unserer Seite. Bin auch noch am Grübeln, woran das gelegen ist, weil, wie Sie richtig gesagt haben, ein idealer Start gegen einen defensiv eingestellten Gegner. Und dann, ja, ist, glaube ich, fast eine Stunde überhaupt nichts gegangen. Haben uns schwer getan, haben durch unsere Passivität den Gegner auch stärker gemacht. Und dann verhalten wir uns noch so ungeschickt beim Gegentor. Und dann müssen wir wirklich froh sein, dass wir überhaupt noch gewonnen haben. Obwohl wir dann wieder unglaubliche Konterchancen gehabt haben. 3-1, 4-2, sicher 5-6 Mal. Und auch da haben wir uns so ungeschickt angestellt, dass ich wirklich sage, das Spiel ist absolut aus unserer Sicht zum Vergessen. Wichtig ist, dass wir die 3 Punkte gemacht haben. Aber ansonsten können wir sehr, sehr viel besser Fußball spielen. Wir haben Druck gemacht, zweite Hälfte. Ich habe gesagt, in der Kabine, in der Halbzeit, da muss man am Druck machen auf letzter Linie, da muss man schneller spielen, da muss man früher Tor schießen. Ich habe gesagt, mit dem schießt man Tor. Kann man auch heute gewinnen, aber das ist eine super Truppe der Wiener Neustadt. Wir haben 2-3 sehr gute Chancen gehabt und da musst du fast die Tore machen, aber mit der Leistung kannst du zufrieden sein, aber unterm Strich wieder einmal eine Heimfahrt ohne Punkte. Nein, das hat mit dem Gegner nichts zu tun. Wir haben das Leben selber schwer gemacht heute. Wir haben das Spiel ganz anders vorgestellt. Wir haben gesagt, wir bleiben aggressiv, bewegen uns gut und das hat heute nicht hingehört. Und das müssen wir auch noch lernen. Wenn man Favorit ist zu Hause, muss man besser auftreten. Ich persönlich kann mir selber nur erklären, dass wir vielleicht ein bisschen Angst vor der Blamage gehabt haben, weil wir gewusst haben, jeder rechnet, dass wir die 3 Punkte machen. Und darum haben wir uns heute wirklich nicht gut verhalten und haben Gott sei Dank trotzdem gewonnen. Wie beurteilst du deine eigene Leistung heute? Hat sehr gut ausgeschaut von draußen. Ja, danke, aber ich kann ja auch besser, denke ich. Und sicher war für mich da jetzt wichtig, dass ich das nicht geschossen habe. Aber das kann man an Diego zu 70-80% anrechnen, weil er sich sehr gut durchgesetzt hat. Aber ja, ich möchte besser spielen, wir als Mannschaft müssen besser spielen.